Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ihr habt schon den leicht ironischen Titel der Trickshot King gelesen, Freunde. Ja, falls du dieses Video siehst und mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest für tägliche Black Ops 4 Unterhaltung. Derzeit im Übrigen habe ich gerade ein bisschen meinen Kamerawinkel geändert. Ich finde, das sieht so geil aus jetzt im Hintergrund, Leute. Es sieht einfach so vollkommen aus. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Ich habe, ihr seht vielleicht schon, was ganz Besonderes hier gesetupt. Und zwar erkläre ich es euch mal ganz kurz. Und zwar üben wir heute Trickshotten. Und wie das Ganze funktioniert, geht folgendermaßen. Da habe ich mir ein Tutorial zu angeschaut. Ihr müsst folgende Option machen. Das habt ihr bei den letzten, das habe ich bei BO3 ja schon immer gemacht. Da habt ihr immer gefragt, hey, aber wie geht das jetzt und so? Jetzt kann ich euch mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, es gibt hier eine spezielle Art und Weise, die du hier in-game einstellen musst. Und zwar folgende. Zuallererst drückst du hier auf, also du gehst natürlich erstmal in den Custom Match, ist klar. Ich erkläre es jetzt so schnell es geht, weil ich keinen Bock habe, jetzt dauerhaft nur zu reden. Deswegen Search and Destroy, wählt hier aus. So, Map könnt ihr euch zum Beispiel, ich habe jetzt Firing Range genommen, irgendwas nehmen. Dann geht ihr hier, zeigst du mal so hier auf Edit Game Rule. Jetzt stellt ihr folgendes ein. Freunde. Okay, das passt sich gut. Ich habe außerdem alles zurückgesetzt. Dann können wir das jetzt so machen. Und zwar erstmal Time Limit Unlimited, Unlimited, Unlimited. Stellt ihr alles drei ein. Ihr werdet gleich checken, warum. Weil wir müssen erzeugen, dass die Bots rumlaufen. Und die Bots müssen natürlich leicht für einen Trickshot zu treffen sein. Und dementsprechend müssen wir jetzt die Einstellung machen, dass die Bots zusammen rumlaufen und so. Das kennt ihr ja vielleicht noch aus BO3. Da war es ein Capture the Flag. Das geht aber nicht mehr. Und deswegen geht das Ganze jetzt mit Suche und Zerstören. Das können wir alles so lassen. Unlimited Leben. Hier müsst ihr auf Unlimited stellen, Freunde. So, und jetzt hier Minimap auf Konstant einstellen. Matchtimer ist eigentlich egal. Ist eigentlich alles egal. Jetzt geht ihr auf Specialist Settings. Stellt das Leben hier auf 30 ein, weil mehr wollt ihr nicht. Friendly Fire muss auf jeden Fall aktiviert werden, denn wir spielen diesmal gegen freundliche Bots. Ja, ihr werdet dann später checken, warum das so ist. Ganz genau. So, Team Kill Limit ist disabled. Create a Class machen wir auf 17 Sachen, damit wir die Klasse möglichst voll machen können. Ja. So, jetzt habe ich die Bots schon eingestellt. Die kommen alle in unser Team. Das ist ganz wichtig. Das könnt ihr einfach easy einstellen, indem ihr immer einen Bot hinzufügt und dann hier rüber schiebt. Das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. So, Freunde. Und jetzt können wir loslegen, nachdem ich mir eine coole Trickshot-Klasse gemacht habe. Und das wird natürlich jetzt mal ganz easy XP gemacht. Wir haben ja, glaube ich, 17 Slots frei, oder? Natürlich wird die Paladin benutzt, ganz klar. Großkaliber, Großkaliber 2, FMJ, Stabilizer. So, Freunde, und wir starten direkt mal rein ins Ründchen und wir wählen den Ruin, weil wir nämlich mit dem Ruin den Grappling Hook brauchen. Und natürlich müssen wir jetzt versuchen, dass die Runde möglichst lange läuft und deswegen, ich hätte, glaube ich, zwei davon nehmen sollen für Trickshot Action. Auf jeden Fall brauchen wir deswegen jetzt die Bombe, Leute, damit kein Teammate die Bombe planten kann. So, falls jemand anderes die Bombe nimmt, so, jetzt muss ich gucken, wer die Bombe genommen hat. Okay, der Teammate mit der Bombe ist der hier. Den müssen wir uns erstmal holen und zack, okay. So, jetzt haben wir die Bombe und die Teammates werden sich jetzt anfangen zu verteilen auf die Bombenspot. Ihr seht schon, da laufen ein paar bei B rum, ein paar bei A und es dauert jetzt ein bisschen quasi, bis die Jungs sich hier etwas verteilt haben und dann können wir auf unsere eigenen Teammates die Trickshots machen. Eine Sache noch ganz kurz und zwar machen wir natürlich die Sensitivität jetzt etwas höher, damit wir hier auch den krassen Trickshot am Ende auspacken können. So, ich würde sagen, sind jetzt hier Bots? Ich meine, die müssen jetzt hier ein bisschen auf die Bombe. Das war natürlich früher viel einfacher. Ja, guck mal, hier sind die chillen jetzt hier ein bisschen bei B, drei Stück und die anderen gehen jetzt hier zu A. Es war natürlich früher viel, viel einfacher, Leute, weil da viel mehr Bots auf einmal unterwegs waren. Aber so, erst mal kurz testen, ob es überhaupt klappen würde. Okay, so in etwa. Und dann ein paar Moves machen. Die lerne ich natürlich noch im Video. Und ja, okay, das muss ein bisschen besser werden. So, und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir klettern jetzt mal oben in den Turm rein. In diesen da. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Ich glaube von hier, ne? Dann hier einfach hoch. Leute, ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Oder ist da irgendwo eine Leiter von der anderen Seite? Ah, hier ist eine Leiter. Guck mal, ich bin nie in diesem Camper-Turm. Ich hasse auch diesen Turm über alles. So, sind da ein paar Leute bei B. So, jetzt, da springt man direkt runter. Okay, da muss ich erstmal anfangen, die Moves zu machen. Ich glaube, wir töten mal ganz kurz einen Teammate, damit ich eine Zweitwaffe kriege. Ich glaube, dann sieht das Doppel-Dreieck besser aus. So, hat er jetzt eine Waffe gedroppt? Ah ne, bei Teammate-Kills wahrscheinlich nicht, oder? Okay. Ihr seht schon, das Gute ist, die Bots töten mich nicht in der Zwischenzeit. Das bringt mir natürlich einige Vorteile, dass ich halt die Zeit habe, immer wieder es zu versuchen. Okay, bei B sind jetzt schon einige unterwegs. Okay, das heißt, wir würden jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwelche Moves machen, runterspringen, dranziehen, nochmal drehen und zack. So als Beispiel, ja. Wenn man jetzt einen treffen würde, wäre es natürlich nice, so wie... Oh, ein Teammate Collateral. Und jetzt spawnen die sogar wieder, ne? Ich glaube, die sind jetzt wieder gespawnt. Und jetzt laufen die natürlich wieder zu ihrer Position. Und jetzt kann man halt quasi so ein bisschen, ja, ausprobieren. Man kann es natürlich auf jeder Map machen. Wir können gleich auch mal eine andere Map versuchen. So, warte. Und... Nein! Nein! Oh Gott, keine Waffe in der Hand. Belastend. Ich sitze auch gerade so weit weg vom Monitor wie sonst nie. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also das kenne ich wirklich gar nicht. Okay. Machen wir paar Moves, bisschen im Kreis. Aber ich glaube, wir müssen die Sensi noch höher stellen vorhin, damit das ein bisschen verrückter aussieht hier. 14, 14, wenn schon, denn schon. Alles klar, okay. So, paar Moves machen, im Kreis drehen, damit was in der Killcam auch cool aussieht. Jetzt hier runter, nochmal im Kreis drehen, Grappling Hook. Nochmal im Kreis drehen und... Nein! Okay, Leute, ihr seht schon, okay. Es ist hier gar nicht so leicht, weil die Bombenspots hier so mega... Boah, mir wird schlecht. Ohne Scheiß, mir wird schlecht.
Das Ding ist, man hat natürlich auch keinen Aim Assist auf Teammates, Leute. Das ist jetzt auch nur eine Methode, mit der das geht. Ich glaube, es gibt noch andere. Okay, okay. Grappling Hook schnell. Nein! Oh, wieder hoch. Ey, Leute, allein mit der Sense diesen Grappling Hook zu verwenden, das wird schon nicht einfach. Ach du heilige Scheiße, Mann. Mann, das ist so, ey, das ist so schwer, allein diesen Hook einzusetzen, Leute. Machen wir es jetzt mal ganz normal. Und... Oh, belastet. Und wenn man es dann trifft, dann kann man natürlich die Runde beenden. Ich müsste allein erstmal so gucken, ob ich überhaupt ohne Aim Assist die Teammates treffe, ey. Das ist gar nicht so leicht, Mann. Ey, das war früher wirklich deutlich leichter. Wir gehen mal hier oben hoch. Also früher war das so viel leichter, weil die alle so auf einem Platz waren. Jetzt sind da vielleicht 4, 5 Leute. Und da erstmal zu treffen, ist echt nicht... What the hell are you doing right now, dude? Alleine das hier zu treffen. Das Ganze geht nicht nur hier, sondern auch... Oh mein Gott, man ist irgendwie... Oh Gott, mir ist richtig schwindelig. Es geht auch da drüben. Oh, oh Gott, Leute. Mann, einfach einen von denen überhaupt mit dem No-Scope zu treffen, wird schon so gut wie unmöglich, Alter. Wir gehen mal zu denen näher hin. Vielleicht geht da ja auch irgendwas. Das Ding ist, hier kannst du halt höchstens reinspringen und so machen irgendwie. Vielleicht können wir hier auf den Bombenspot klettern. Ah, Leute, ohne Scheiß. Ich glaube, das wird... Das ist so schwer allein von hier. Okay. Ich probiere mal eine andere Map. Mir gefällt die Map irgendwie nicht dafür. Jetzt bin ich mal sehr auf die Killcam gespannt. Wow, damit komme ich in Face. Ich habe schon wieder meine Sekundärwaffe vergessen, Leute. Egal, wir gucken erstmal jetzt generell, ob ich die Bombe bekomme. Okay, haben wir. So, ich habe jetzt nämlich gehofft, hier auf Frequency, Alter, die Sensi ist so hoch. Ich habe nämlich gehofft, dass jetzt die B-Bombe hier unten ist und sie ist sogar tatsächlich da unten. Das sieht doch schon mal besser aus von hier. Von hier wird man vielleicht eine bessere Chance kriegen, das zu hitten. Jetzt müssen die Bots sich erstmal orientieren. Was machen die hier hinten zum Beispiel? Das interessiert mich jetzt einfach mal so. So einfach als Spieler, was macht ihr hier? Ayub ist komplett verwirrt. Warte, den kann man Collateral drücken. Beste Leben. Keiner geht zu B, Jungs! Keiner geht zu B! Hä? Der Plan geht ja mal überhaupt nicht auf. Boah, Leute, ey. Jetzt. Und jetzt und... Oh Gott, nein. Was machst du da, Digga? Guck mal, trifft hier nicht mal so mit dem No-Score. Guck mal. Jetzt trifft man. Jetzt sind bei B welche rübergelaufen. Okay, komm, wir laufen jetzt mal zu B. Schnell, schnell, schnell. Oh ja, das sieht gerade gut aus. Okay, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Nein, wieder Fäuste in der Hand. Boah, Alter. Ich werde dieses Video hier nicht beenden, ohne dass ich einen Trickshot gehittet habe. Okay, warte mal. Wir versuchen jetzt mal was. Okay, wir ziehen uns da oben hin und dann drücken wir den Trickshot rein. Moment. Oh mein Gott, das hätte sogar klappen können. Mann! Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ah, ich glaube, jetzt muss ich out of map springen und die Bombe wiederholen. Oh, jetzt haben wir hier natürlich eine Taktik. Oh, Teammate, nicht die Bombe holen. Oh, ey. Ich bin so meilenweit davon entfernt, überhaupt in die Richtung von denen zu schießen. Weil ich das ja sowas von nicht gewohnt bin, Alter. Ah, okay. Wir haben immerhin mal einen getroffen. Gucken wir uns den mal kurz an hier. Wenn er überhaupt Killcam ist. Aber guck mal, es ist nicht mehr Killcam. Das ist wirklich schlecht. Also das war wirklich früher so viel besser. Leute, ich gucke noch mal kurz ein paar Videos und gucke, ob man das so ein bisschen besser einstellen kann. So Leute, ich habe jetzt was anderes eingestellt und wir spielen das Ganze jetzt in Hardpoint, also in Stellung auf Jungle. Das sieht alles ein bisschen vielversprechender aus. Es sind jetzt auch wirklich viele Details in der Einstellung, deswegen ist alles jetzt zu zeigen mega lange dauern. Ihr seht schon, man kann nicht mal jeden Specialist auswählen. Ja Leute, also wir haben jetzt wahrscheinlich eine viel bessere Chance, die Bots zu treffen, weil jetzt einfach mehr unterwegs sind. Und wir haben dauerhaft unsere Specialist-Fähigkeiten. Genau, ich habe mir noch ein Tutorial dazu angeschaut und das sieht jetzt deutlich vielversprechender aus als Suche und Zerstören, weil das war ja wirklich eine Katastrophe. So. Wir haben jetzt eine Stellung, guck mal, die ganzen Teammates, guckt euch das an, die werden jetzt ihre Specialists dauerhaft spammen können. Und guckt euch das mal bitte an, hier sind 3 Hunde unterwegs, die packen alles ein, die haben keinen Cooldown. Hier werden so viele Hunde, Drecksköter, Mann, ja! Sorry, ihr seht, ich habe jetzt direkt wieder aufgeladen. Und die Bots sammeln sich jetzt genau wie wir es wollten, da unten in der ersten Stellung. Und wie viele Hunde da unterwegs sind, guckt euch das an, Leute. Ach du heilige Scheiße. Und jetzt können wir es mal ein bisschen versuchen hier. Guck, das war schon mal viel besser, Leute. Das war schon mal viel besser und das wird jetzt lustig. Jetzt habe ich meinen Grappling Hook und kann mich jedes Mal wieder hier hoch. Das ist eigentlich perfekt. Okay, nice one. Okay, okay, warte, wir fangen so an. Ja, genau so, Leute. Okay, das wird einer wird passieren, Leute. Es wird einer passieren. Das war's komplett. Absolut gechoked. Okay. Wie die ganzen Hunde hier rumlaufen. Wir können natürlich auch einmal komplett übertreiben. Zum Beispiel so hier. Ja! Digga, jetzt spawnen die da alle nochmal. Ja! Oh mein Gott, Digga, oh mein Gott.
Die Teammates so schlachten, Digga, geil. Okay. Kriegt so Bock, einfach mal einen wegzuhauen da. Okay. Wieder hoch. Okay, nice. Wir werden auf jeden Fall einen hitten. Wir können es ja hier mal an den Baum ziehen. Oh mein Gott, hätten wir den getroffen, Leute. Und die da hinten sollen wir auch hier rüberlaufen. Ey, das ist so verlockend, Leute, das Ding da reinzuhauen, ohne Scheiß. Und ihr seht schon, die Stellung verzieht sich da nicht mehr und das Game geht unendlich lange. Das heißt, die laufen jetzt alle wieder schön. Oh, belastend. Und wir können uns ganz entspannt uns wieder hochziehen, wenn man es könnte, natürlich. Ah, es ist natürlich trotzdem immer noch nicht so einfach wie in BO3-Zeiten, aber wir können es ja erstmal ganz relativ simpel versuchen. Wir müssen ja jetzt hier nicht direkt den krassesten Shit anfangen. Oh mein Gott, ey, wenn ich so einen hit, ich werde so ausrasten. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir eine garantierte Killcam haben. Oh, Dreckshund. Kann ich den Hund holen? Wie der los muss, Alter. Jawohl. Hey, hab ich einen... Ich wollte den Hund holen. Das ist so geil, das macht so Spaß. Okay, ich glaube, mein Sniper ist leer. Okay, dann müssen wir uns jetzt irgendwie out of map bewegen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Jawohl, okay. Okay, das ist ja krank. Das ist ja heftig, wie weit man da out of map kann. Das haben wir unsere Muni wieder. Hochziehen. Oh, Mann, komm schon. Oh, Mann, das ist immer so knapp, ne? Ja, Leute, und so kann man halt Trickshots üben. Natürlich, logischerweise. Okay, Leute, das war's wieder komplett. Aber ihr seht schon, man hat hier, früher musste man jedes Mal respawnen, es hat voll lange gedauert. Jetzt kommt man so schnell wieder an seine Position dank dem Grappling Hook. Die Frage ist, werde ich jemals einen hitten? Werde ich jemals einen hitten? Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ey, Mann. Dieses Video wird nicht online gehen, ohne dass am Ende ein Trickshot kommt, Leute. Das sehe ich sonst nicht ein. So, Schuss, noch ein Schuss, Sniper raus. Flug und ab dafür, Mann. Es ist auch komplett random, ob ich überhaupt in die richtige Richtung schieße. Hauptsache, der Typ heißt einfach Hooker, oder? Das war's, wieder kommt. Oh Gott. Dafür gibt es erstmal die Bestrafung für euch. Alter, das ist irgendwie so befriedigend. So richtiger Psychopath, Alter. Mann, ey. Ich muss hier durch die Stolperfalle irgendwie sterben, das geht auch, glaube ich. Lol. Er hat mich einfach damit erschossen. GG. Ich kann absolut Spider-Man-Moves machen, weil ich ja den Grappling-Hook die ganze Zeit habe. Komm schon, Leute, jetzt. Mann, das war doch nicht mal so weit daneben. Guckt euch mal an, wo ich hinschieße, Alter. Ich weiß doch nicht mal, wie ich hier in die Richtung schießen soll. Könnt ihr mal von hier versuchen. Das ist erst etwas einfacher, so von hier quasi. Also das war wirklich legendär, dass ich von hier jetzt nicht getroffen habe. Also wenn ich von hier keinen vernünftigen Trickshot... Ich stehe doch in euch drin, verdammt. Oh, Mann, Digga. Wirklich, die 14er Sensi, mir ist schlecht von der Sensi. Mir ist wirklich schlecht davon. Ey, Leute, ich bin wirklich der wirklich schlechteste Spieler da drin, ne? Ich mein's ernst. Jetzt komm schon, Marcel. Es wird doch hier wohl ein fucking Trickshot drin sein. Verdammt, Johe. Mann, guck mal, ich weiß nicht mehr, wann man die richtige Waffe in der Hand hat, Mann. Und wenn ich jetzt beende, ist das nicht mal Killcam. Das ist das Traurigste. Ja, der andere hat sogar noch einen Kill gemacht, das ist unglaublich. Guck, das ist natürlich Killcam. Ist ja auch logisch. Boah, Digga, das war schon heavy. Und dann nochmal, Digga. Ja, ich konnte Ruin nicht nehmen. Ja, willst du mich jetzt noch provozieren, oder was? Du hast meinen Specialisten genommen. Die erste Stellung ist jetzt hier, okay. Also wenn das nicht mal ein Trickshot wird, Leute, dann weiß ich es auch nicht. Ach du heilige Scheiße. Springen uns jetzt hier. So, wir schießen in die Luft, springen und... Boah, ey. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Wie kann man da nicht treffen? Was willst du eigentlich von mir, du Drecksköter? Er hat, glaube ich, nicht überlebt. So, wir tun uns mal so, dass wir hier ganz entspannt langlaufen. Wir gehen hier durch und zack. Ich schaff's sogar hier keinen zu treffen. Es ist wirklich krass. So, Leute, also jetzt. Es wird einen Trickshot geben in diesem Video. Das sage ich euch. Und wenn ich noch eine halbe Stunde aufnehme. Mann, wo schieße ich überhaupt hin? Ja, ja, komm. Wir feiern zusammen eine Party. Ja. Das macht mir am meisten Spaß, Leute. Das hier. Das macht mir am meisten Spaß.
Alter, die, was machen die da unten für eine abgeranzte Party, Mann? So, trifft man mal einen. Jungs, ich habe eine Überraschung für euch. Für dich habe ich auch noch eine. Und für dich sowieso. Ich komme mir gerade irgendwie leicht wie so ein Sadist vor, Leute. Guck mal, die spawnen die ganze Zeit. Digga, der spawnt, der Hund ist schon da. Und jetzt kommt er. Endlich, finally. Schuss und... Was? Das gibt's nicht. Okay, Leute, also jetzt muss ich langsam mal treffen. Der Trickshot King. Okay, komm. Oh, bitte lass mich einmal treffen. Guck mal, nur der Besitzer stirbt. Alle drei Hunde überleben. Okay, so, wir nehmen die Waffe, schauen sie uns an, nehmen die Sniper und treffen den Schuss nicht. Ich bin nicht mal unten. Guck mal, ich treffe nicht mal so. Guck mal, so. What? War das, Alter? Ja, Leute, ich wurde mit irgendeinem ganz komischen Fehler aus dem Spiel gekickt. Meine ganzen Settings sind weg. What? Digga, was war das gerade? Ja, Leute, leider kein Trickshot heute gelungen, weil da irgendeine komische Fehlermeldung gekommen ist. Keine Ahnung. Ich check das gerade selber nicht. Egal, fürs Tutorial oder so könnt ihr mir eine Bewertung da lassen, damit ihr wenigstens wisst, wie ihr das einstellen könnt. Ich bin raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.